بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابهم التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Wir sind heute neue Sure gekommen. Auf unsere Reise durch unser Projekt, durch unser Koranprojekt, sind wir in unserem Land, das wir bereisen, im Land des Korans, kann man sagen, zu einer neuen Stadt gekommen. Ihr müsst euch den Koran wie ein ganz großes Land vorstellen, wie ein ganz großes Imperium. Und jede Sure ist eine Stadt von diesem Imperium. Und die Verse sind dessen Straßen, die man entlang verlaufen soll. Und zu so einer neuen Stadt sind wir gekommen. Zu einer Sure sind wir gekommen. Und wir werden heute, inshallah ta'ala, die Besichtigung von dieser Sure machen. In unserem Koranprojekt sind wir zu unserem 27. Unterricht gekommen. Die Sure, die wir heute bearbeiten werden, die Sure, die uns heute bearbeiten wird, wird die Sure El-Layl sein. El-Layl, die Nacht. Die Sure El-Layl. Sie ist im Heiligen Koran aufzuschlagen auf der Seite 92, also sprich eins der letzten Suren in dem Buch. Aber bei der Herabsendung, nach der Herabsendung, wie sie von Allah Ta'ala über Jibril a.s. zum Propheten a.s. herabgesandt worden ist, muss es die 9., 10. oder 11. Sure sein. Circa. Diese Sure ist auf jeden Fall, das ist auch in dem Mushaf, was uns überliefert worden ist, von Osman ibn Affan überliefert worden, zwischen Ala und Fajr herabgesandt worden. Zwischen Ala und Fajr herabgesandt worden. Buhari und Tirmizi, die beiden Hadith-Bücher, berichten uns, dass diese Sure von den Sahabes her, also von den ersten drei Generationen her, uns mit dem ersten Vers genannt worden sind, dessen Name. Man hat also nicht Sure El-Layl gesagt, mit dem Namen genannt, sondern Sure Wel-Layli Isa Yasha. Also mit dem ersten Vers. Mit was für eine Nacht damit gemeint ist, wissen wir nicht ganz genau. Es ist die Sure El-Layl, das heißt die Nacht. Aber welche Nacht damit gemeint ist, ist nicht hundertprozentig hier erläutert worden. Nicht hundertprozentig erläutert worden. Wann diese Sure herabgesandt worden ist, sagen auch einige Gelehrte, habe ich gelesen, dass diese Sure in Medina herabgesandt worden ist. Sagen einige Gelehrten, dass diese in Medina herabgesandt worden ist. Der Grund ist auch, weil in dieser Sure, werden wir gleich sehen, eine Geschichte, zwei, drei Verse sind dort. Und die sagen, diese zwei, drei Verse, die herabgesandt worden sind, aufgrund diesen zwei, drei Versen ist diese Sure Medani. Weil eine Sache in Medina passiert ist, es gab einen Medina, einen Mann in Medina, ein Ansar, ein Muslim, der hat eine Sache gespendet und aufgrund dessen kam diese Sure herab, sagen die, weil diese Spendensache in diesen Sure berichtet wird. Das stimmt nicht. Aber das Schöne dabei ist, was viele Koran-Gelehrte hierbei vergessen, warum haben sie gesagt, diese Sure ist herabgesandt worden? Weil diese Geschichte in Medina passiert ist. Da gab es einen Mann, der hat eine Sache gespendet. Und durch diese Spendensache hat er einen Garten im Paradies bekommen. Und die Sahabe, die Gelehrten, also die Gefährten des Propheten, haben dazu diesen Vers gelesen. Das ist was sehr Schönes. Die meinen damit, Jani, der Koran ist ein lebendes Buch. Der Koran ist nicht einmal herabgesandt worden und Feierabend. Die Verse haben zu jeder Zeit immer was zu sagen. Diese Sure ist auf jeden Fall Mekki. Diese Sure ist in Mekka herabgesandt worden.
Und eine Sache ist später, nach 15, 16, 17 Jahren in Medina passiert. Und die Sahabe haben dieses Vers dazu gelesen. Es gibt doch nichts Normaleres. Man kann doch nicht dazu sagen, die Sure ist dann hier in Medina herabgesandt worden. Die Sahabe haben den Koran als ein lebendes Buch gesehen. Nicht einmal herabgesandt worden und Feierabend. Der Koran ist einmal herabgesandt worden, aber seine Meinung wird jeden Tag 1000 Mal herabgesandt. Zu den täglichen Geschehnissen werden diese Verse immer wieder neu für uns gedeutet. Und die Sahabe hat nichts anderes gemacht. Nur weil eine Sache in Medina passiert ist und die Sahabe haben diese Sache dann, dieses Vers zu dieser Sache rezitiert, heißt es alles, aber nicht, dass diese Sure in Medina herabgesandt worden ist, sondern dass dieses Buch ein lebendes Buch ist und die Geschehnisse, die immer wieder auch danach passiert sind, dass die den Koran damit interpretiert haben. Und das ist das, was wir hier auch machen. Das Koranprojekt ist eigentlich ein Projekt, was wir damit erklären wollen. Nicht wir machen den Koran-Tafsir, nicht wir interpretieren den Koran, sondern wir fragen, was interpretiert eigentlich der Koran? Es gibt eine tägliche Sache und was sagt der Koran eigentlich dazu? Heute ist das passiert, heute leben diese Menschen unter uns. Was sagt der Koran eigentlich zu diesen Menschen? Was sagt der Koran eigentlich zu uns? Und dann gucken wir, was sagt der Vers? Das heißt nicht, dass der Vers heute herabgesandt worden ist. Ja, die Bedeutung wird jeden Tag neu herabgesandt. Aber diese Verse sind auf jeden Fall in Mekki und in Mekka herabgesandt worden. Und das haben die Sahabe auch gemacht. Die Sahabe haben diese Verse täglich immer wieder ins Leben herabsenden lassen. Und so haben sie auch berichtet. Aber das hat ein Gelehrter dann später gehört. Es muss Mujahid gewesen sein, der gelehrte Mujahid, der Gelehrte von Ibn Abbas, dass er dann später gesagt hat, ja, diese Sache haben die, aufgrund dieser Sache haben die Sahabe diesen Vers rezitiert in Medina. Das stimmt. Aber das heißt nicht, dass diese Sure in Medina herabgesandt worden ist. Viele Koraninterpretationen werdet ihr sehen, ja, diese Sure ist Medeni, weil aufgrund dieser Sache diese Sahabe dieses Ayat gelesen hat. Ja, das hat aber damit nichts zu tun. Versteht ihr, was ich meine? Der Koran hat einen Herabsendungsgrund. Es gibt zu meisten Versen gibt es einen Herabsendungsgrund. Ja, danke Allah. Und der Herabsendungsgrund für den heiligen Koran seid ihr. Ihr seid der Herabsendungsgrund. Der Koran wurde zu euch herabgesandt. Und so müsst ihr den Koran lesen. Es ist von Allah Ta'ala ein herabgesandtes Buch zu euch. Und so habe ich das auch gelesen. Daher, auf jeden Fall, ist diese Sure Mekki. Das merken wir auch, wie kurz die Verse sind. وَالْلَيْلِ إِذَا يَخْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Die Suren und Verse, die in Mekka herabgesandt worden sind, sind kleine Suren und kleine Verse, aber sie beinhalten viel. Die Suren und Verse, die in Medina herabgesandt worden sind, sind lange Suren. Zum Beispiel wie Bakara, Ali Imran, Enfal, Töbe und so. Das sind Suren, die in Medina herabgesandt worden sind. Das sind lange Suren und dessen Verse sind auch lang. Aber die Suren in Mekka, die sind klein, kurzbündig. Ihr müsst euch das, wenn das Beispiel jetzt hinpassen sollte, wie ein Spot vorstellen, wie ein Werbespot. Wie ein Logo. Ja, hier ist ein Werbespot. Guckt euch mal diesen Vers an, Schlag. Guckt euch dieses Logo an, Schlag. Die Interpretation, die Erläuterung wird später in Medina dazu kommen. Guckt ihr erstmal auf diese Verse, auf Tauhid. Tauhid. Diese Verse berichten alle über Tauhid und Ahiret, also über den Monotheismus und das Jenseits, über den Ein-Gott-Glaube und das Leben nach dem Tod. Deswegen sind die Verse kurz, bündig, damit sie schnell auswendig gelernt werden können. Und das ist das Fundament, der Grundgedanke der Muslime. Ja. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, der in sich barmherzig und in seinen Taten barmherzig ist. Im Namen Allahs fangen wir diese Sure an. Jeder fängt immer irgendeinen Namen an. Jede Tat, die die Menschen heutzutage auf dieser Welt praktizieren, sind in irgendeinem Namen. Auch wenn es in eurem Namen ist, die Sachen austrägt. Aber wir fangen diese Sache im Namen Allah Ta'alas, den Allerbarmers, den Barmherzigen, der in sich barmherzig und in seinen Taten barmherzig ist, an. Eine Deklaration fängt hier an. Eine, passt auf, wir lesen diese Sure im Namen Allahs. Hier spricht Allah. Hier werden solche Verse herabgesandt, die sind direkt von Allah. Direkt von Allah. Und er fängt an und er schwört. Er legt Zeugnisaussage ab, Allah Ta'ala, mit Waw. وَالْلَيْلِ إِذَا يَحْشَى.
bei der Nacht, wenn sie umschlingt, bei der Nacht, wenn sie umkreist, bei der Nacht, wenn sie umfasst, bei der Nacht, wenn sie die Sachen von den Enden an angreift, bei der Nacht, wenn sie zu Ende geht. Was für eine Nacht ist damit gemeint? Haben wir vorhin gesagt. Hundertprozentig wissen wir das nicht. Allahu a'lam. Wir können nicht alles wissen. Aber es wird eine Zeit kommen, vielleicht 50 Jahre, vielleicht 100 Jahre später, dann werden wir diese Sache vielleicht verstehen. Welche Nacht? Wenn es eine bestimmte Nacht ist, was Marifa ist, was hundertprozentig Belli sein sollte, müsste es die Laylatul Qadr sein. In der Nacht, wo es angefangen hat, der heilige Koran herabzusenden. Yani, in den letzten 10 Tagen des Monats heiligen Ramazan im Jahre 610 in Mekka. Wenn diese Nacht vorbeigeht, wenn diese Nacht verschwindet, yani, die Nacht des Qadrs, diese Nacht, dieser Jahiliyyah verschwindet, und dass nur das Licht des heiligen Korans auf die Menschheit herabgesandt wird. Oder, wenn wir ganz aufs Maximum hinausgehen, wenn die Nacht verschwindet, ja, ne? Wenn der Tag ins Vordergrund, wenn die Existenz ins Vordergrund, die Nacht des Big Bangs, die Nacht, in der Himmel und Erde durch einen Urknall zerteilten, diese Nacht, wo es nichts war, wo Himmel, Erde, Galaxien und alles, was ihr euch vorstellen könnt, nichts waren. Es war alles nichts. Und Allah Ta'ala hat dies aus dem Dunklen, yani aus dem Nichts erschaffen. Wenn diese Nacht aus dem Nichts sein, wenn Nahar Iza Tajalla in die Existenz gerufen wird, wenn der Big Bang, yani wenn die Schöpfung ins Leben gerufen wird, und der Tag der Schöpfung bricht an mit diesem Knall, Peng, es wird hell. Könnte auch sein. Oder die Nacht der Jahiliyyah, wie wir gesagt haben. Oder wenn Layli Isa Yahsha, wenn die Nacht anfängt zu umkreisen, umschlingen. Weil Yahsha kommt einmal auf umschlingen und einmal so umschlingen, umkreisen oder vergehen. Wenn wir das auf umschlingen setzen, wenn ein Mensch, sagen wir mal, auf einem Satellit sitzt oder auf dem Mond sitzt und er sieht die Welt vor sich und sieht, auf einem Teil ist Tag und auf einem, auf Phoenix gibt es das abends zum Beispiel, glaube ich, oder auf Bayern irgendwas auf diesem Kanal, und die Nacht fängt an zu kommen, dann sieht das aus, als ob die Nacht langsam die Welt umschlingt. Um diese Sache zu berichten, kann man zu diesem Zeitpunkt nur Allah gelten. Wenn Layli Isa Yahsha, wenn Nahari, und bei dem Tag Isa Tajalla, wenn er die umschlungene Nacht, die umschlungen worden ist, spaltend hervorkommt. Wenn das aufbricht, der Tag, durch die Nacht spaltend hindurch. Zum Beispiel ein Sonnenaufgang. Wenn ihr früh morgens rausguckt in den Osten und ihr werdet einen Sonnen, ein Imsak, ein Fajr sehen, eine Morgendämmerung sehen, dann seht ihr, wie das richtig aufspalten kommt. Erstmal Fajr Kiasib, dann Fajr Sadiq und dann Platz wird's hell. Oder mit dem Tag, wenn er spaltend die Jahiliyyah hervorkommt. Ihr wisst, die Jahiliyyah ist auch eine Nacht, aber der Islam ist ein Tag. Wird meistens auch so verglichen. Warum? Haben wir schon mal gesagt in unserem Projekt. Der Islam ist das Licht. Der Koran ist das Licht. So sagt es auch Allah. Wir haben aus dem Himmel das Nur herabgesandt. Das Licht herabgesandt. Der Koran ist das Licht. Der Islam ist das Licht. Ja, der Islam hat eine Quelle. Das Kufr, der Unglaube, die Jahiliyyah, die Unwissenheit hat keine Quelle. Sie ist unwissend. Wenn ihr in einen dunklen Raum reinkommt, dann fragt ihr nicht, warum ist es hier dunkel, wo kommt das Dunkle her? Wenn ihr ein Licht seht in einem Raum, dann fragt ihr, wo ist dessen Quelle, und fragt, wo ist die Quelle, wo kommt das Licht her?
Das Dunkel ist eigentlich das Nichtvorhandensein des Lichts. Das Dunkel ist das Nichtvorhandensein des Lichts. Und das Kufr, der Unglaube, ist an sich nichts. Der Unglaube ist das Nichtvorhanden des Islams. Da, wo es der Islam ist, gibt es einen Grund zu reden. Da gibt es, wo du eine Quellenangabe hast, was zu verkünden. Aber das Kufr, der Unglaube, sind nur Vorurteile. Sie versuchen nur, den Islam auf dieser Welt zu diskriminieren. Aber an sich haben sie nichts. Ihre Aufgabe ist nur, die Muslime fertig zu machen. Aber sie haben keine Dawa, sie haben kein Ziel. Ihr Ziel ist, die Muslime fertig zu machen. Aber das ist nicht das Ziel des Islams. Wir haben eine Quelle, wir sagen, von wo wir ausreden. Und so ist es mit dem Licht. Und so ist es mit dem Tag. Der Tag hat eine Quelle. Die Nacht wird hier der Jahiliyyah zugesprochen. Und der Tag könnte hier den Islam vorgesprochen sein. Oder natürlich mit Wel-Layl und Wel-Nahar, mit den zwei Polen des Universums. Einmal ist es irgendwo dunkel und einmal ist es irgendwo hell. Und wenn dieser Tag die Nacht spaltend hervorkommt, daraufhin schwört Allah Ta'ala. Oder dafür erstens Wawul Qasam, wenn wir das Waw als Wawul Qasam nennen, als Schwörbuchstaben, dann heißt es, auf diese Sachen schwört Allah. Oder bei dieser Sache legen wir Menschen Zeugnis ab. Wir legen Zeugnis ab bei dem Tag und bei der Nacht. Bei dem Tag, wenn er hervorkommt, und bei der Nacht, wenn sie vergeht und umschlingt. Weil wir Menschen, wir sind auf die Welt gekommen, um was zu machen? Um Zeugnis abzulegen. Wir müssen Zeugnis ablegen. Deswegen sagen wir, Eshhedu en la ilaha illallah. Wir legen Zeugnis ab. Ich bezeuge, sagst du, ich, dass es keinen Gott außer Gott gibt und dass Allah, dass Mohammed sein Gesandter ist. Unsere Sache ist die Zeugnisaussage. Das sagt der Koran auch, kulli shay'in akbaru shahada. Das Beste aller Sachen ist die Shahada, die Zeugnisaussage. Wema halaka dhakara wal unsa. Und bei der Schöpfung von Mann und Frau. Erstmal schwört Allah Ta'ala oder wir legen Zeugnis ab bei Tag und bei Nacht. Und dann, wema halaka dhakara, wema halaka dhakara wal unsa. Und bei der Schöpfung von Mann und Frau. Yani, hier sind die unterschiedlichen Pole des Lebens gemeint. Erstens Nacht und Tag und dann Mann und Frau. Für diese Sache schwört er Allah und dafür sollen wir auch achten. Dafür sollen wir auch Zeugnis ablegen. Gewiss, nachdem Allah Ta'ala uns auf diese Sachen aufmerksam gemacht hat, auf die Schöpfung aufmerksam gemacht hat, auf die Jahiliyyah aufmerksam gemacht hat, auf das Kufr aufmerksam gemacht hat, auf den Islam, auf den Tag aufmerksam gemacht hat, auf die unterschiedlichen Pole des Lebens, wie Mann und Frau aufmerksam gemacht hat. Auf, ja, nee, guck mal, das sind nur drei Verse. Ja. Und ich mache keine Interpretation hier. Ich mache keine Interpretation, weil ich kann keine Interpretation machen. Um eine Interpretation zu machen, müsste ich die 12 islamischen Wissenschaften auswendig lernen. Ich versuche nur zu sagen, was jetzt auf uns zukommt. Was interpretiert der Koran für uns heute? Wenn ich jetzt hier eine Interpretation machen müsste, dann würden wir bei diesen drei Versen überhaupt gar nicht aufstehen. Dann müsste ich nämlich den Gelehrten von Ibn Abbas, Mujahid, Ikrimah, Ibn Mas'ud alle holen, dann sind wir gerade noch bei der Salaf al-Salihin. Und dann müssen wir zu den Khalif kommen und dann müssen wir zu also das hat, ne? Aufgrund dieser Sachen, wofür Zeugnis wir ablegen, wofür Allah Ta'ala schwört, habe ich euch schon mal gesagt, warum überhaupt Allah Ta'ala schwört? Wenn wir sagen, wenn wir schwören, dann sagen wir Wallahi wa Billahi. Wir schwören auf Allah. Auf was schwört denn Allah? Oder warum schwört denn Allah? Allah schwört auf solche Sachen, die wir viel besitzen, aber dessen Wert wir nicht kennen. Zum Beispiel Wal Asr. Bei der Zeit. Bei der Generation. Beim Nachmittag. Gewiss, die Menschheit ist im Verlust. Die Menschen haben alle Zeit, aber dessen Zeit achten wir nicht. Zum Beispiel. Und hier auch. Die Nacht ist für uns zum Ausruhen da. Der Tag ist für uns zum Arbeiten da. Wenn man Halaka Zekara Wel Unsa. Das Mannsein, das Frausein ist für uns eine Gabe, das achten wir meistens gar nicht. All nachdem ihr diese Sachen begriffen habt, nachdem ihr die, der Prophet hat diese Verse, diese drei Verse vielleicht eine Nacht lang rezitiert, ja.
Das ist dieses Surim, wo Qiyamul Layl gemacht worden ist, wo die Nachtgebete gemacht worden ist. Nachdem ihr diese Sachen begreift, nachdem ihr diese Sachen achtet, wofür Allah Ta'ala hier schwört, wofür wir Zeugnisaussage ablegen müssen, inna sa'yakum la shatta. O ihr Menschen, o ihr, die ihr zuhört diesen heiligen Koran, eure Bemühungen, sa'yakum, wenn man zwischen Safa und Marwa, wegen zwischen diesen beiden Bergen in Medina siebenmal umkreist, sagt man dazu sa'y, laufen, rennen, bemühen. Inna sa'yakum, gewiss eure Bemühungen auf dieser Welt, eure Absichten, die ihr habt, wenn ihr eine Tat ausführen wollt, oder das Ziel, was ihr vor Augen habt, leschetta, sind gewiss unterschiedlich. Jeder macht irgendetwas. Auch wenn du nichts machen willst, machst du etwas. Du machst nämlich nichts, aber du machst etwas. Ihr macht auf jeden Fall etwas. Aber das, was ihr macht, ist unterschiedlich. Aber seid mal gewiss, dass ihr auf jeden Fall was macht. Auch wenn ihr nichts macht, macht ihr was. Als Allah Ta'ala die Seelen erschaffen hat, hat er jeden Seele eine Gabe gegeben. Was kann man noch Gabe verwenden? Ja, nee? Talent. Ah, Allah Rasus, richtig. Ein Talent. Jede Seele hat ein Talent bekommen. Das wissen vielleicht gar nicht viele. Aber Allah Ta'ala hat jede Seele ein Talent gegeben, als er diese Seelen erschaffen hat. Er hat jedem sein Talent gegeben, aber einen hat er liegen lassen. Wisst ihr wen? Den Shaitan. Der Shaitan ist aufgestanden und hat gesagt, ja, du hast jedem ein Talent, jedem eine Gabe gegeben, aber mich hast du liegen gelassen. Und daraufhin hat Allah Ta'ala gesagt, wisst ihr, was er gesagt hat? Dein Talent ist liegen zu bleiben. Dein Talent ist nichts zu machen. Wenn ihr nichts macht, dann macht ihr was, dann habt ihr nämlich den Talent des Shaitans bekommen. Ich habe ja schon mal berichtet, was der Koran sagt in Surah Al-A'raf, der Shaitan, als er vom Paradies vertrieben wird, dann sagt der Shaitan, gib mir Zeit, ich werde gewiss auf den richtigen Weg warten. Was wird er auf dem richtigen Weg machen, warten? Ich werde die Leute, die gläubig sind, vom richtigen Weg abkommen lassen. Wisst ihr, wo der Shaitan sitzt? Auf dem geraden Weg. Wir sagen doch jeden Tag, führe uns auf den geraden Weg. 17 Mal in der Surah Al-Fatiha. Ich bin As-Surat al-Mustaqim. Shaitan sitzt auf dem geraden Weg. Da, wo wir hinkommen wollen, da sitzt er. Und er ist verflucht. Warum ist er verflucht? Weil er sitzt. Inna sa'yakum lashatta. Gewiss, eure Bemühungen, eure Çabalarınız yani, lashatta, sind unterschiedlich. Ihr macht irgendetwas. Und jetzt fängt er an. Ich habe es vergessen zu sagen. Wisst ihr, der Zweck dieser Sure? Der Zweck dieser Sure ist, uns eine Einsicht über unser Geld und unser Reichtum zu geben. Wie gehe ich mit meinem Vermögen um? Wie gehe ich mit meinem Geld um? Wie gehe ich mit meinem Reichtum um? Das interpretiert die Sure heute. Diese Sure ist eine Interpretation für die Kapitalisten heutzutage. Mit Kapitalismus meine ich nicht immer den Staat. Wir schimpfen immer auf den Staat, ne? Wir sind selber Kapitalisten geworden. Wenn wir sagen, der Staat ist kapitalistisch, er tut zum Beispiel die Armen. Heute sind in Afrika 12 Millionen Menschen vom Hunger bedroht. Jetzt sitzen sie gerade in Notlagern. Jetzt 12 Millionen Menschen. Würden die Menschen heutzutage diese Sure verstehen? Oder passt auf, was diese Sure hier interpretiert? Und diese Menschen, die heute nicht spenden, vielleicht kommen wir sogar an erster Stelle, das macht diese Sure Tafsir. Das ist das Projekt. وَأَمَّا مَنْ أَعْتَى. Aufgrund dessen, so nachdem, wer ab jetzt مَنْ أَعْتَى etwas gibt, derjenige, der etwas gibt,
Guck mal, inna sa'yakum la shatta. Eure Bemühungen, eure Ziele, eure Absichten sind unterschiedlich. Jetzt zeigt er zwei Pole, Allah Ta'ala, zwei Richtungen. Wa emma man a'ta. Derjenige, der von euch gibt, oder der gibt. Derjenige, der für Allah gibt. A'ta ist geben, aus dem Herzen geben. Der für Allah gibt, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, was gibt. Der fi sabilillah etwas gibt. Wattaka. Und dabei gottesfürchtig ist. Oder der dabei aufgrund dessen seine Verantwortung gegenüber Allah erkennt. Weil derjenige, der gibt, ohne dabei eine Gegenleistung zu bekommen, der gibt mit Verantwortung, mit Ihlas. Und dabei sich Allah Ta'ala gegenüber bedürftig, yani muhtaj verhält. Wattaqa heißt gottesfürchtig. Vom etymologischen her, vom Wortbau her heißt das verantwortlich. Aber wir übersetzen hier denjenige, der gibt und dabei sich gegenüber Allah Ta'ala bedürftig verhält. Warum haben wir jetzt Wattaqa bedürftig übersetzt? Derjenige, der sich bedürftig gegenüber Allah verhält. Er hat ihn nötig, yani. Er gibt und hat Allah Ta'ala nötig. Der Koran ist zweipolig. Weil im 8. Vers kommt das Gegenteil, wird eine Gegenteilperson erklärt und da kommt das Wort Istana vor. Reichmütig, hochmütig, er denkt, er ist unabhängig. Rani heißt auf Arabisch reich, aber vom Grund her nicht reich, sondern unabhängig sich denken. Und hier muss Wattaqa das Gegenteil von Istana sein. Und Istana ist, er denkt, er ist unabhängig, reich ja, er ist unabhängig. Und hier ist das Gegenteil Wattaqa. Ja, ne? Derjenige, der gibt, Emma man Arta, der gibt und dabei Wattaqa sich Allah Ta'ala gegenüber bedürftig verhält. Wasaddaqa bil Husna. Und das Beste für Wahrheit. Ja, ne? Er muss geben. Er muss spenden und dabei soll er sich Allah Ta'ala gegenüber bedürftig verhalten. Yani, du musst nicht geben und musst sagen, hier, guck mal, ich habe dir 3000 Euro gespendet. Die 3000 Euro gehören doch sowieso gar nicht dir. Oh, das ist das Anrecht des Armen sowieso. Was ist denn von dir? Inna Allah ashtara min al-mu'minina. بِأَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah Ta'ala hat von den Mu'minen, von den Gläubigen, ihr Leben, ihr Hab, ihr Gut, ihrem Blut abgekauft. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Im Dings zum Ahiret, fürs Paradies. Was hat der Muslima? Was hat ein Mu'min, ein Gläubiger? Er hat nichts. Weil Allah Ta'ala hat ihn alles abgekauft. Alles hat er ihn abgekauft. Sein Reichtum, sein Kapital und sein Leben. بِأَمْوَالِهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ Und sie hat er abgekauft. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Im Gegensatz dafür, das Paradies zu bekommen. Ein Müslimann, ein gläubiger Mensch, hat nichts zu verlieren, weil er hat alles schon gewonnen. Er hat Allah Ta'ala. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى Und dabei das Beste für Wahrheit. Yani, den Koran وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى Das Schönste bestätigt. Oder وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى An das Schönste glaubt. Kann auch Allah Ta'ala sein. Diese Verse deuten auf alles hinzu. Vom Grund her, vom Wort her, haben die Verse schon meistens 4-5 Bedeutungen. Diese 4-5 Bedeutungen, die schon ein Vers meistens in sich hat, widersprechen sich nicht. Eine Bedeutung deckt die andere auf. Eine Bedeutung deckt die andere Bedeutung auf. Und das ist keine Interpretation. Und die eine Interpretation deckt die andere Interpretation auf.
Daher, wenn ihr eine Koranübersetzung liest, was zum Beispiel 1:1 übersetzt worden ist, was keine Interpretation ist, das ist nur eine Sicht von dem Vers von einem Mann aus dieser Ecke. Er hat den Koran gesehen und er hat den Koran von der Ecke übersetzt. Der andere sieht den Koran aber von der anderen Ecke und übersetzt von der Ecke. Die beiden Ecken widersprechen sich aber nicht. Er sieht das von der Ecke und er sieht das von der Ecke. Deswegen kann man den Koran niemals auf seine eigene Landessprache hundertprozentig rezitieren. Der Koran ist ein arabisch herabgesandtes Buch und es ist nur auf Arabisch der Koran. Die Übersetzung ist nur eine ungefähre Übersetzung. Daher, wenn ihr den Koran lesen wollt auf eure eigene Sprache, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, eine Interpretation zu lesen. Eine Koranübersetzung zu lesen, die maximal zwischen 3 und 6 Bände hat. Nicht Koraninterpretation kaufen wie von Fakhreddin Razi. Fakhreddin Razi ist ein sehr großer Gelehrter, hat Tafsir al-Kabir geschrieben, ca. 40 Bände. Also, das müsst ihr nicht lesen. Aber 3-4 Bände solltet ihr schon auf jeden Fall lesen. Was hat Daka bil Husna und dabei das Schönste bestätigt, für Wahel, Jana den Koran, oder an das Schönste glaubt, Jana an Allah, Fesenu yassiruhu lil yusra. Wer diese Sachen macht, wer was macht? Man a'ta wattaka wasaddaka bil husna. Diese 3 Sachen macht, Fesenu yassiruhu lil yusra. So werden wir ihnen den Weg zum Gipfel der Glückseligkeit erleichtern. Artık, wer das macht, wenn du sowieso gibst, wenn du gottesfürchtig, Verantwortungsbewusstsein hast und an das Schönste glaubst, dann wirst du sowieso den Weg erleichtert bekommen. Man'erta kann man auch als Infak übersetzen. Infak heißt auch Spende. Allah Allah. Was hat Infak mit Münafik zu tun? Das ist beide im gleichen Wort. Infak heißt Spenden auf Allahs Weg und Münafik ist ein Heuchler. Allah. Mit Infak geht Münafiklik weg. Die Münafikler spenden nicht. Aus Herzen. Deswegen spendet, gibt Fisabilillah aus. Gib nicht der Moschee Geld, das meine ich jetzt nicht, wie im Christentum Kirchensteuer und so. Spendet Fisabilillah. Und eure Heuchlerei oder eure Zweifel in eurem Herzen wird dadurch weggehen. Enfak nennt man auch auf Arabisch Tunnel, glaube ich, oder? Weil es diesen Tunnel zwischen diesseits und jenseits aufbaut. Aufgrund dessen, Fesenu Yassiru Yusra, dann werden wir ihm den Weg zum leichteren oder zum Gipfel der Erleichterung und zur Erlösung leicht machen. Und genau diesen Vers haben die Sahabes für die Geschichte, die jetzt in Medina erzählt wird, kommen. Diese Geschichte wird von Ibn Abbas berichtet und diese Geschichte berichtet uns von Ibn Abbas Ikrime. Und er sagt, diesen Vers interpretieren jetzt, pass auf, diesen Vers interpretieren jetzt die Sahabes. Dieser Vers ist wann herabgesandt worden? Im ersten Jahr des Islams. Im Jahre 611. Die Sahabe berichten, interpretieren diesen Vers, wann? 625, 620, also circa über 10 Jahre später. Eine Geschichte ist passiert, und zwar gab es einen Mann in Medina, und der hat eine Dattelpalme gehabt. Diese Dattelpalme, diese Geschichte berichtet uns Ikrime über Ibn Abbas, im Kurtubi wird uns das überliefert. Yani Quelle verilen burada yani. Ein Mann hat einen Baum gehabt, eine Dattelpalme. Und diese Dattelpalme, dessen Äste sind in einen anderen Garten gekommen. Und von diesen Ästen sind Datteln gefallen, runtergefallen. Und in diesem Garten, dessen Äste in diesem anderen Garten hingen, hat eine arme Familie gewohnt. Und diese Kinder haben von diesen Datteln gegessen, lange Zeit lang. Als das der Mann, dessen Baum das gehörte, das mitbekam und die Kinder dabei erwischte, hat er die Kinder geschlagen. Und hat sich dabei bei dem Propheten a.s.w. beschwert. Und hat gesagt, ja Mohammed, das und das ist passiert, ich möchte was dafür haben. Das ist mein Recht, Hakjani. Weil die
Datteln sind ja nicht von denen. Und dann hat der Prophet gesagt, alayhi salatu wassalam, spende diesen Baum dieser Familie. Spende diesen Baum dieser Familie. Ich werde Dua machen, ich bete dafür, dass Allah Ta'ala dir einen Paradiesgarten dafür im Jenseits gibt. Dieser Mann hat dieses Angebot abgelehnt. Es gibt manche Berichterstattungen, die sagen, dass dieser Mann auf jeden Fall ein Munafik, ein Heuchler gewesen war. Als diese Geschichte Sabit bin Dahdah el-Behlevi gehört hat, Sabit bin Dahdah el-Behlevi ist ein Ghazi, ein Überlebender des Krieges von Uhud. Also es muss nach 624, 625 diese Geschichte passiert sein. Sabit bin Dahdah hat diese Geschichte gehört. Er hat sich so gefreut, er kam weinend zum Propheten und hat gesagt, ja Rasulullah, das was für diesen Mann gültig ist, ist das auch für mich gültig? Kannst du für mich Dua machen, sagt er, kannst du für mich beten? Dieser Sabit bin Dahdah hat die schönsten Datteloase von Medina gehabt. Bete für mich, ja Mohammed, würdest du für mich beten, wenn ich diesen Baum abkaufen würde, diesen einen Baum, der in den Garten reingehangen hat, von diesem Mann, dass er diesen Baum spenden soll, und du betest für mich, ja Mohammed, ja Rasulullah, dass ich nur einen Baum im Paradies bekomme. Und der Prophet hat gesagt, ja. Und dieser Sabit bin Dahdah hat seine ganzen, die schönsten Oasen von Medina verkauft und hat diesen Baum von dem Mann, von dem Munafik abgekauft und diesen Baum der Familie gespendet, nur um einen Baum in Ahl zu bekommen. Und aufgrund dessen haben dann die Sahabes gesagt, Fessenu yassiru hu lil yusra, Allah hat ihm den Weg ins Paradies erleichtert. Er muss nichts mehr machen. Als diese Geschichte uns jetzt berichtet wird, schlägt Allah Ta'ala auf ein Gegenteil um. Jetzt erklärt er uns, das war der positive Mensch. Jetzt kommt der negative Mensch. Wa'emma, was aber den anbelangt, wa'emma men bechile wastana, der geizig ist und denkt, wastana, dass er sich selbst reicht. Was aber den anbelangt, der geizig ist und denkt und sich so verhaltet, dass er sich selber reicht. Ich habe doch nichts nötig. Ich bin doch reich. Ich habe doch Kohle. Ich brauche doch nichts. Was diesen Mann anbelangt, der istarna ist, der denkt, dass er unabhängig ist. Ich brauche auch keinen Gott und so. Oder keine Menschen, sowieso nicht. Wer kennt der Babil Husna und der das Beste den heiligen Koran als eine Lüge erklärt? Seht ihr? Wer sattaka bil Husna? Wer kennt der Babil Husna? Der Koran hat eine Eigenschaft von Al-Methani. Erstmal Jannat, dann Jahannam, dann Tawhid, dann Shirk. Das habe ich schon mal gesagt. Wer kennt der Babil Husna und das Beste den heiligen Koran, den Islam, als eine Lüge erklärt? Was passiert mit diesen Menschen? Das Gegenteil, was mit den positiven Menschen passiert ist. Fesanu yassiruhu lil usra, so werden wir ihm den Weg, der zur Katastrophe führt, leicht machen. Für diesen Menschen ist die Katastrophe nahe. Und der Mensch verhält sich so, er denkt, dass er unabhängig ist, dass er keinen nötig hat, er leugnet den heiligen Koran. Diesen Menschen wird Allah Ta'ala, weil er ja das wollte, er hat doch das vorprogrammiert. Für diesen Menschen wird Allah Ta'ala den Weg zur Katastrophe offen machen. Der Mensch geht in Selbstvernichtung rein. Seine schlechten Taten, die dieser Mensch macht, werden zu ihm zu einer Sucht werden. Kompromisse erfordern Kompromisse. Heute ein Kompromiss, morgen noch ein Kompromiss, morgen noch ein Kompromiss, tschüss. Bisschen hier das nicht machen, bisschen das nicht machen, bisschen das nicht machen. Morgen ist er da, morgen ist er weg, morgen ist er ganz weg. Und Allah Ta'ala wird diesen Menschen den Weg zur Vernichtung und zur Katastrophe leicht machen. Warum? Die schlechten Taten werden zu ihnen zu einer Sucht werden. Die Drogen werden zu einer Sucht werden. Das Alkohol wird zu den Leuten zu einer Sucht werden. Das Nichtbeten wird zu einer Sucht werden. Der Shaitan wird zu ihnen einer Sucht werden. Die neuen Freunde werden zu ihnen für eine Sucht werden. Alles wird zu ihnen einer Sucht werden. Und er wird ohne diese Sünden nicht mehr leben können.
Interpretiert uns dieser Vers ein anderer Vers? Die Sura Az-Zukhruf. وَمَنْ يَخْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Wer die Ermahnung des Al-Abamas blind ist, yani وَكَزَّبَ بِالْحُسْنَى, dem verschaffen wir einen Satan, nicht den Satan. فَهُوَ لَهُ شَيْطَانًا, einen Satan, nicht Es-Shaytan. Es-Shaytan wäre Iblis. Shaytanen ist irgendein Shaytan. Ein El-Bait ist das Haus und Beitun ist irgendein Haus. Und Shaytan ist irgendein Teufel. Min al-Jinnati wa al-Nas. Manchmal kommen sie als Freunde. Manchmal kommen sie als Einflüsterer. Yuwaswisu fi sudurin nas, der euch Zweifel in die Herzen einhaucht. Und manchmal kommen sie min al-Jinnati wa al-Nas. Und manchmal kommen sie von den Menschen. Fakt ist, hier ist alles gemeint. Derjenige, der vom Koran abweicht, sagt es Sura Zukhruf. Nuqayyid lahu shaytanan, so werden wir ihm einen Satan verschaffen, fahuwa lahu karim, der ihm ein Geselle sein wird. Artık dieser Freund, dieser Shaytan, dieses Gefühl, diese Sucht der Sünde. Jeder kennt das von uns. Diese Sucht der Sünde wird diesen Menschen umkreisen, so wie ihr die Kaaba umkreisen wird. Allahu alam, ich habe das mal in einem Hadith gehört. Ich weiß jetzt nicht, wo, wie oder was. Fakt ist die Message. Jede Sünde ist ein Stein, den ihr neben euch macht. Noch eine Sünde, noch ein Stein. Noch eine Sünde, noch ein Stein. Noch eine Sünde, noch. Und so mauert ihr euch selber zu wie in einem Turm. Wenn ihr aber Töbe macht, was könnt ihr von heute auf morgen machen, ist dieser Turm weg. Genauso ist das auch im Herzen. Der Prophet sagt, eine Sünde, die ihr macht, ist wie ein schwarzer Fleck im Herz. Den hat jeder von uns. Den hat sogar der Prophet gehabt. Deswegen wurde der Prophet zweimal operiert. Einmal vor Miraj und einmal, wo er bei seiner Milchmutter gewesen war, bei Beni Halim. Wenn eine Sünde ein Mensch macht, sagt der Prophet, entsteht ein kleiner schwarzer Fleck im Herzen. Symbolisch. Wenn der Mensch keine Reue zeigt, dann wird dieser schwarze Punkt immer größer. Und du tust die Sünde dann, Sucht oder ja, es wird dazu Sucht. Dein Herz wird immer schwarzer, immer schwärzer, immer schwärzer, immer schwärzer. Und das ist, was die Sura Baqara sagt. Summa qasat qulubuhum. Und danach sind ihre Herzen auch Steine geworden. Wa ashaddu qasa, oder viel härter als dessen Steine. Aber dann sagt er, aber es gibt solche Steine, da wird Allah Ta'ala auch Wasser hervorsprießen lassen, genau wie aus den Alpen, aus den Bergen das machen lässt. Aber der Mensch macht das. Der Mensch lässt sein Herz schwarz werden. Und nachdem sein Herz schwarz geworden ist, nachdem der Mensch seinen eigenen Vertrag geschrieben hat, was macht Allah dann? Khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Danach, nachdem der Mensch diesen Vertrag seine eigenen Sünden geschrieben hat, dann khatama Allahu ala qulubihim. Dann wird Allah auf ihre Herzen versiegeln, yani den Stempel unter den Vertrag setzen. Allah hat eure Herzen nicht versiegelt. Ihr habt eure Herzen versiegelt und Allah hat den letzten Punkt dafür gesetzt. Nächste Oregel, Shalem. Und bei diesen Menschen, Fesanu Yesiru Yusra, wird Allah Ta'ala den Weg erleichtern. وَمَا يُعْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Was soll ihm, wenn er ins Höllenfeuer geworfen wird, sein Besitz, was er für Allah nicht teilte, dann noch nützen? Er hat doch so viel Kohle gehabt. Er hat doch so viel Reichtum gehabt. Er war der reichste Mensch der Welt. Er war Supermacht gewesen. Er war Amerika gewesen, er war Europa gewesen, er hat das meiste Geld gehabt. Oder warum sagen wir Amerika und Europa? Saudi-Arabien, wie viel Geld haben die denn? In Dubai haben die Leute Häuser, das kann man sich nicht vorstellen. 100 Kilometer weiter werden sie ihre eigenen Brüder abbombardiert, mit ihren eigenen Bomben, die Dubaier, die Kuwaiter selber finanzieren. Über Philistin brauche ich, glaube ich, gar nichts zu sagen. Jan, was ist mit den Leuten? Sie haben Geld gehabt und sie haben das nicht geteilt. Das Geld, das Erdöl, was heute in Saudi-Arabien verbraucht wird, in Kuwait verbraucht wird, in Libyen verbraucht wird, in Irak verbraucht wird. Wisst ihr, von wem das Erdöl ist? Das ist unser Erdöl. Das ist das Erdöl der Muslime. Das ist unser Anspruch. Allah Ta'ala hat uns das gegeben. Wenn es einen islamischen Staat gegeben hätte, wenn es ein Kalifat gegeben hätte, wäre das Anspruch der Muslime gewesen.
Mit diesem Erdöl würden von den Muslimen das Arbeitslosengeld, das Sozialversicherungsgeld, das Absicherungsgeld, Unfallversicherung, alles bezahlt werden. Und es würde in Afrika heute diese 12 Millionen Hungersrote gar nicht geben. Weil die Muslime spenden nicht nur sich, wir spenden jeden Arm. Weil er dieses Geld nicht für Allah Ta'ala gespendet hat, Isa Taratta. Taratta heißt von oben hinuntergerollt. Wird er hinunterrollen. Wo wird dieser Mensch hinunterrollen? Er wird, könnt ihr ihn mal rausholen? Könnt ihr mal rausholen? Was denn? Wird ihm, wenn ma yu'ni, kann ihm sein Mal, anhu maluhu, das Mal, das Eigentum, das Reichtum, was er hatte, wird ihm nichts mehr nützen. Warum wird ihm sein Reichtum nichts nützen? Weil er sein Reichtum nicht geteilt hat. Darf ein Muslim reich sein? Ein Moslem muss reich sein. Ein Moslem muss reich sein. Ein Moslem muss nicht arm sein. Ein Moslem darf normalerweise gar nicht arm sein. Eine gebende Hand ist besser als eine nehmende Hand. Nicht wie manche Leute denken, oh, ich mache es gar nicht, ich lehne mich zurück und ich gehe auf Kosten von irgendwelchen Leuten. Ein Muslim muss reich sein, Geld haben, um damit anderen Leuten helfen zu können. Um Zakat geben zu können, um Almosensteuer zu geben. Ein starker Moslem ist besser als ein schwacher Moslem. Das sagt der Prophet. Und diejenigen, die heute ein bisschen mehr Geld in der Hand haben, können sich den Leuten besser widersetzen und haben Machtanspruch und können den armen Leuten besser helfen. Guckt euch Imam Azam Abu Hanifa, salamullahi alayhi, an. Er hat sich dem emiritischen System keinen einzigen Kompromiss eingegeben. Warum? Weil er reich gewesen war. Er war großer Händler. Er hat den Irak unter Kontrolle gehabt. Irak unter Kontrolle zu haben, heißt, die ganzen Nahen Osten unter Kontrolle zu haben. Die Seidenstraße nennt man das. Imam Azam Abu Hanifa hat das gemacht. Deswegen kam das emiritische Regime und hat ihm Sachen angeboten. Er hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Warum? Weil er unabhängig gewesen war. Er hat nichts angenommen vom emiritischen Regime. Aber sein Taleb, sein Schüler, Abu Yusuf, hat das angenommen, was Abu Hanifa nicht angenommen hat. Warum? Weil er die Möglichkeit nicht hatte. Und heute muss ein Muslim, einer der Islam anhängt, er muss Geld besitzen. Er sollte Geld besitzen. Warum? Um damit den ärmeren Leuten zu helfen. Und arme Leute gibt es genug. Vor allem in unseren Ländern. Und dieser Mensch, weil er sein Geld nicht geteilt hat, Isa Taratta, wird er hineingerollt werden. Wo er rein hineingerollt werden? Am Tage des jüngsten Gerichts wird er ins Höllenfeuer hineingerollt werden. Inna alayna lal-huda. Allah spricht dir, Leute, das müsst ihr immer im Hintergrund haben. Inna alayna lal-huda. Gewiss, den wahren Weg der Rechtleitung zu zeigen, obliegt nur uns. Inna alayna lal-huda. Wir, sagt Allah Ta'ala, zeigen den Menschen den rechten Weg. Was denkt ihr eigentlich, was ihr seid, den Menschen mit Gewalt auf den richtigen Weg zu bringen? Allah Ta'ala bringt den Menschen auf den richtigen Weg. Eure Aufgabe ist es nur zu sagen, das ist es und feiern. Und mit was müsst ihr das sagen? Biqawli layyin, sagt es der Koran. Mit einem schönen Wort. Was sagt der Koran zum Propheten? Ja, ayyuhar Rasul. Ud'u ila sabili rabbike bil hikmeti wal maw'izati, sagt er. O du Prophet, und in Klammern, o diejenigen, die diesem Propheten, yani Muhammad a.s. angehören, yani wir, wenn ihr auf dem Weg eures Herrn, yani zum Islam ruft, dann ruft, aber was? Bil hikmeti wal maw'izati. Mit schönem Wort, mit Weisheiten, mit einem lachenden Gesicht. Ladet sie ein und nicht ekelt sie von dem Islam aus, indem ihr den Islam den Leuten erklärt. Denn ganz gewiss, inna alayna lal-huda, uns, sagt Allah Ta'ala, obliegt die Rechtleitung. Was sagt er noch im Koran? Wenn wir gewollt hätten, sagt Allah, wären die ganzen Menschen Muslim geworden. Wir wollten es aber nicht. Es wird immer ein Darul Harb und ein Darul Islam geben. Immer. Uns obliegt es, den wahren Weg zu zeigen. Oder die Menschen zurechtzuleiten, obliegt nur uns. Wa inna lana, und ganz gewiss uns, lal akhirata wal ula. Wa inna lana, und uns gehört das Jenseits und das Diesseits. Uns gehört, Allah Ta'ala sagt er, das Jenseits und das Diesseits. Warum wurde hier Akhirat als erster aufgezählt?
Weil wir auf das Achret, auf das Jenseits mehr achten müssen als auf das Diesseits. Wir müssen auf das Achret mehr auf das Diesseits. An erster Stelle ist das Achret. Aber das Achret ist nicht was anderes. Manchmal sagt man, es gibt zwei Seiten. Es gibt das Achret, es gibt das Jenseits und das Diesseits. Manchmal stimmt das auch gar nicht. Wisst ihr das? Das Diesseits ist schon das Achret. Das Diesseits ist schon das Jenseits. Wir sehen das aber nicht. Habt ihr schon mal eine Sünde gesehen? Nein. Was eine Sünde mit einem Menschen macht, habt ihr nicht gesehen. Ihr habt schon Leute gesehen, die haben Alkohol getrunken. Die haben Sinn gemacht oder sowas. Aber ihr habt die Sünde nicht gesehen. Habt ihr schon einen Kafir richtig gesehen? Nee. Den richtigen Kafir werdet ihr am Tage des jüngsten Gerichts sehen, wo der Prophet sagt, da wird ein Zahn von ihm so groß sein wie der Berg von Uhud. Wisst ihr, warum der Prophet manchmal gebetet hat, gesagt, Ya Rab, zeige mir die Realität der Materie. Was ist denn die Realität der Materie? Was ist denn Materie? Das ist Materie. Das ist Materie. Ich bin Materie. Subhanallah, sogar dieses Buch ist eine Materie. Wenn ihr rausguckt, alles, was ihr seht, ist Materie. Das Universum ist Materie, die Galaxien sind Materie, alles ist Materie. Wisst ihr, wie viel Prozent das ist? Vom Universum, die Materie. Rat mal. 4% ist immer im Weltraum Materie. Ja, das, was du siehst, ist Materie. Dann gibt es nochmal dunkle Energie. Dunkle Materie und dann gibt es Antienergie. Und das ist die anderen 96%. Wenn du eine Sünde machst, wenn ich eine Sünde mache, wisst ihr denn, was rechts und links mit uns passiert? Deswegen hat der Prophet gesagt, Ya Rab, zeige mir die Realität der Materie. Wir sehen die Materie nicht. Deswegen das Achret. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. Das uns gehört das Achret und das Diesseits, und das Achret ist als erstes bevorzugt worden, weil das Diesseits ist schon für uns das Jenseits. Wenn ihr müsst so gucken, wenn ihr einen Mann seht oder eine Frau seht, die sündigt, dass ihr dadurch das Feuer seht und so euch auch gegenüber dieser Person verhaltet. Wollt ihr denn, dass jemand vor euch verbrennt? Nein. Wie verhaltet ihr denn euch, wenn ihr euch jemanden seht, der vor euch verbrennt? Ihr versucht doch alle bestes Möglichkeiten, euch diesen Menschen zu retten. Und nicht ihn von der Religion zu verpissen zu lassen. Du bist Kafir geworden. Du wirst sowieso im Höllenfeuer enden. Du bist nichts. Du hast doch gar keinen Sinn mehr. Hat gar keinen Sinn mehr, mit dir zu reden. Redet man mit so einem jemanden, der am Höllenfeuer steht? Oder der gerade mit der Hölle verbrennt? Oder macht man das wie eine Mutter, wo ihr Kind schlimme Sachen gemacht hat und verhaltet sich gegenüber barmherzig? Genau wie der Prophet das gemacht hat. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفِسُكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ عَنِتُمْ. In der Tawbah-Surah. Gewiss, unter euch ist ein Prophet gekommen, der unter euch gekommen ist. Er ist gegen euch über so barmherzig. Dass euch was zustößt, darüber zittert er. فَأَنْزَرْتُكُمْ نَارًا تَلَزَّى. So habe ich euch gewahrt vor einem Feuer. فَأَنْزَرْتُكُمْ نَارًا تَلَزَّى. So habe ich euch gewarnt vor einem Feuer. Vor einem Naran, vor einem Feuer, nicht ein Nar, von Naran, von einem unbeschreiblichen Feuer, Talassa, welches angereizt wurde. Ein Feuer, hier wird über Jahannam berichtet, ein Feuer, Naran, es ist nicht irgendein Feuer, was euch in dem Gehirn reinkommt, was könnt ihr euch gar nicht vorstellen, nicht ein Nar, Naran, ein unbeschreibliches Feuer, welches angereizt wurde, Talassa, ich habe nachgeguckt, was Talassa heißt, ein heftig brennendes Feuer, ein angereiztes Feuer, nicht nur was selber brennt, was andere Sachen zum Anzünden bringt. Fast wie Phosphor. Aber es ist ein unbeschreibliches Feuer. Verenzertukum. Ich habe euch gewarnt. Kein Buchstabe im Koran ist umsonst. Leute, achtet mal die vorletzten beiden Verse. Inna alayna und ve inna lena. Bei den beiden vorigen sagt er, uns gehört wahrlich das Jenseits und uns gehört die Rechtleitung. Und jetzt sagt er, ich habe euch gewarnt. Warum sagt Allah Ta'ala manchmal wir und manchmal ich?
und manchmal er. Es werden drei Pronomen im Koran für Allah gebraucht. Ich, er, wir. Was ist jetzt richtig? Alle drei sind richtig. Weil hiermit ist gemeint, alles was ihr euch über Allah vorstellt, ist nicht korrekt. Deswegen benutzt du alle drei Pronomen. Allah ist er, Allah ist wir und Allah ist ich. Wie er sich selbst hier ausdrückt. Kein Pronomen ist richtig zu Allah zuschreibt. Deswegen redet er mit drei Pronomen im Koran. Wir haben erschaffen, ich habe erschaffen, er hat erschaffen. Alles, was euch im Allah über Ta'ala einfällt, ist falsch. Laysa kamithlihi shay. Nichts ist ihm gleich. Deswegen, fa'anzartukum, darauf habe ich euch gewarnt, naran talazza, vor einem Feuer. La yaslaha illa al-ashqa, in dem nur jener ausgesetzt sein wird, der seine Verantwortung nicht kennt. Al-ashqa, al-ashqiya. Warum? Der seine Verantwortung hier nicht erkennt? Sondern weil nämlich im 17. Vers Al-Etqa kommt, derjenige seine Verantwortung kennt. Wie ist das so mit der Koraninterpretation? Hammer, subhanallah. Normalerweise steht hier unselig, habe ich nachgeguckt. Aber wenn wir mal richtig nachgucken, es ist ja zweipolig der Koran. Guck mal, was er so im anderen Pol sagt. Wenn er beim anderen Pol im 17. Vers Al-Etqa sagt, dann heißt das nämlich Verantwortungsbewusstsein. Dann heißt es nämlich in diesem Vers nämlich, habt ihr schon die Übersetzung, Al-Eshqa, derjenige, der seine Verantwortung kennt. In dieses Feuer, La Yaslaha, Yaslana Jaklar, werden sich anlehnen, diejenigen, die ihre Verantwortung gegenüber Allah Ta'ala nicht kennen, nicht gottesfürchtig sind, nicht die Angst haben, die Liebe Allah Ta'ala zu verlieren. Allazi kazzaba wa tawalla, der die Offenbarung, yani, für Lüge erklärt und sich abwendet. Allazi kazzaba wa tawalla, der seine Verantwortung nicht kennt. Der seine Verantwortung nicht kennt. Wisst ihr, wer das vorher, glaube ich, noch so gelesen hat? Umar ibn al-Abdulaziz. Der 9. Sultan des Emiratischen Reiches, den sie noch niemals 2 Jahre am Leben gelassen haben und weil er gerecht gewesen war, haben sie ihn vergiftet. Umar ibn al-Abdulaziz, solltet ihr euch Kinder vor allem merken, ein Mann der Gerechtigkeit nach Umar ibn al-Khattab. Wer hat ihn vergiftet? Umar ibn al-Abdulaziz. Imam Malik, radiallahu anh, berichtet, als er hinter Umar ibn al-Abdulaziz gebetet hat, und Umar ibn al-Abdulaziz kam zu diesem Vers, La yaslaha illa al-ashqa, dem Feuer werden nur diejenigen ausgesetzt sein, die ihre Verantwortung nicht kennen, allazi kazzaba wa tawalla. Dann hat er so angefangen zu weinen, er wollte alles weiterlesen, er konnte aber nicht mehr weiterlesen, weil er seine Verantwortung dadurch erkannt hat, dass er die Sura abbrechen musste und muss eine andere Sura anfangen. Das berichtet uns Imam Malik. Wasa yujannabuha al-atqa, doch davon, vom Feuer, wird jener ausgenommen sein, der Al-Etqa ist, Al-Muttaqi ist, der gottesfürchtig ist, der Angst hat, die Liebe Allah Ta'ala zu verlieren und der sein Verantwortungsbewusstsein gegenüber Allah kennt, der Verantwortung trägt, der wird nicht ausgesetzt sein in diesem Feuer. Al-Lazi yu'ti ma'lahu yatazakka, der sein Besitz aus dem Herzen gibt, um sich zu reinigen, der kein Ria macht, der nicht Heuchlerei macht, der sein Geld gibt, Yetezekka, um sich zu reinigen. Ja, ne? Von Munafik Glück zu reinigen. Um sich zu säubern. Wama li ahadin indahu min ni'matin tuzza. Und niemand hat bei ihm Gunst anzurechnen, die vergolten werden könnte. Illa, die müssen wir beide zusammenlesen. Illa btira'i wajhi rabbihi al-a'la. Sondern er handelt nur dafür, das Angesicht seines höchsten Herrn zu bekommen. Ja, wenn er spendet, wenn er Fisabilillah arbeitet, illa btira'i wajhi rabbi. Wajhi rabbi heißt für das Gesicht deines Herrn. Für das Angesicht deines Herrn, ja, für sein Rizza. Für sein Ansicht zu bekommen. Dafür arbeitet dieser Mensch, für seinen höchsten Herrn. Wajhi rabbi al-a'la. Wisst ihr, warum diese Sura nach Sabbi Isma Rabbika al-a'la 1 kam? Dafür handelt er nur, dafür gibt er nur aus, um das Angesicht seines Herrn zu bekommen. Um die Gegenleistung, den Lohn dafür bei Allah Ta'ala zu bekommen. Nicht von den Menschen. Diejenigen, die auf dieser Welt handeln, nur damit sie sagen, oh Ahmedjik, Mehmedjik, Hans, Hassan, Hüseyin, du hast das gut gemacht, die werden ihre Belohnung auf dieser Welt bekommen. Was ist ihre Belohnung? Die Leute sagen nämlich zu ihm, du bist so gut, du machst den Islam so gut, das ist ihre Belohnung. Aber diejenigen, die in Ahiret
die für Allah handeln, sie werden das in Ahiret bekommen. Manchmal stellen sie so eine Frage. Ja, sagen sie, die Nicht-Muslime, sagen wir die Deutschen, die Europäer oder die Amerikaner, sie spenden doch auch Geld. Werden sie denn im Jenseits nichts dafür bekommen? Nein. Warum? Weil sie haben ihr Geld nicht dort angelegt. Sie haben ihr Geld hier angelegt. Sie sagen, ich möchte damit den Armen helfen und ich vielleicht sagen, damit die Leute sagen, guck mal, die haben gespendet, von der Lohnsteuer abzusetzen. Aber wenn ein Muslim, der mit Ihlas, mit Gottesfurcht handelt, der sagt, ich möchte damit meinen Lohn von Allah Ta'ala bekommen. Und er setzt sein Geld in Ahiret an. Und so sagt Allah Ta'ala auch den letzten Vers, 21. Vers, وَلَسَوْفَ يَرْضَ. Letzter Vers. وَلَسَوْفَ يَرْضَ. Genau so einer wird, wenn die Zeit angekommen ist, im Gegensatz für seine Zeit, für sein Verhalten, zufrieden sein. Allah wird ihm alles geben. Und er wird zufrieden sein. Merkt ihr hier eigentlich einen Punkt? Allah Ta'ala sagt zu uns, gebt euer Geld, spendet. Macht das, hilft den Armen, gibt das. Gibt das für was? Fi sabilillah, auf dem Wege Allahs. Für was nimmt Allah? Allah Ta'ala nimmt nicht, um zu bekommen. Allah Ta'ala hat gerade gesagt, unser Geld nötig. Hat Allah Ta'ala unsere Spende nötig. Hat Allah Ta'ala unser Schaf nötig, was wir schlachten. Was wir fi sabilillah auf dem Wege Allahs machen. Allah nimmt nicht, um zu bekommen. Allah nimmt, um dafür uns was zu geben. Was zu geben? Das Paradies zu geben. Hat Allah Ta'ala Ibrahim a.s. Ismail gegeben? Wollte Allah Ta'ala von Ibrahim Ismail? Nein, eigentlich nicht. Er wollte ihn nur testen. Und er hat ihm dafür noch das Schaf dazu gegeben. Und Ishak noch dazu gegeben. Und die ganze Ümmete Mohammed von Beni Ishaq und Beni Ismail dazu gegeben. Allah nimmt nicht, um zu bekommen. Allah nimmt, um zu geben. Und auf dessen wird er auch, der Mensch, dann zufrieden sein im Paradies, wer die Sachen macht. Allah Ta'ala wird ihm nämlich dafür das Paradies geben. Oder eine andere Übersetzung könnte man dafür auch nehmen, weil er Self-Yarda, aufgrund dessen wird Allah Ta'ala von ihm zufrieden sein. Guck mal, zwei Bedeutungen und eine Vers. Erstens, der Mensch wird zufrieden sein, am Tag des jüngsten Gerichts, weil er dafür seine Gegenleistung bekommen wird. Und die andere Übersetzung ist, Allah wird mit ihm zufrieden sein. Allah wird zufrieden sein. Was denn jetzt? Guck mal, die Verse gehen auf beide Dinge hinaus. Wenn ich jetzt nur eine Übersetzung machen würde, würde das heißen, ja, auch richtig, aber das andere auch richtig. Beides ist richtig. Weil Rizza, zufrieden sein, sind zweipolig. Wenn ihr wissen wollt, ob Allah Ta'ala mit euch zufrieden ist, gebe ich euch einen Punkt. Wenn, Messala, ich will wissen, ob Allah Ta'ala zufrieden mit mir ist. Was ist der Punkt? Wie kann ich zufrieden, ich als Mensch, als Sterblicher, ich kenne das Ahiret nicht, wie will ich denn wissen, dass Allah Ta'ala zufrieden mit mir ist? Ganz einfach. Bist du zufrieden mit Allah? Bist du razı mit Allah? Allah, sen razı mısın? Zu uns sagt man immer, Allah razı olsun. Gegenfrage, sen Allah'tan razı mısın? Wie kann man denn von Allah razı sein? Indem man ihn seinen Gesetzen unterordnet. Indem man seine Scharia, yani das Halal, Haram, das Verbotene und das Erlaubte, mit Freude annimmt. Das heißt, Allah Ta'ala razı sein. Und wenn jemand Allah Ta'ala razı ist, dann wird auch Allah Ta'ala von ihm razı sein. Das sagt der Koran auch. Radiyallahu anhum wa radu an. Radiyallahu anhum. Allah ist von ihm zufrieden. Radiyallahu anhum. Allah, sie sind mit Allah zufrieden und Allah ist mit ihm zufrieden. Ein gegenseitiges Ding. Also wenn jemand euch ab jetzt sagt, inshallah wird Allah zufrieden mit dir sein, dann sag doch mal, bist du mit Allah auch zufrieden? Weil wenn ihr mit Allah razı seid, wird Allah Ta'ala mit euch auch razı sein. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.